Ja, dann muss irgendwelche Settings sein. Also, das ist ja echt so krass, dass es so einfach fahrbar ist, verstehe ich nicht. Dann können sie gleich einfach es nicht mehr fahren lassen. Ja, du, Kurt, ich habe jetzt keine Lust, nochmal rumzustellen gerade. Ich fahre jetzt noch ein paar Runden und dann ist dann eh Schluss mit Fahren heute erstmal. Ich bin zu müde. Glaube ich. Und beschissen hier in der Küche, das alles einzustellen. Das war das, was ich jetzt auf die Schnelle machen konnte von hier. Ja, heute nicht mehr, TG. Ich muss den ganzen Scheiß jetzt installieren und alles einstellen. Ich finde die Autos eh schon zu pussyhaft, finde ich, die neuen hier. Die alten hatten wirklich Charakter, das ist ja halt hier, ich weiß nicht. Das ist ja. Die haben nicht mehr so Charakter. Das ist nicht mehr dieses Öl in der Fresse. Das ist alles zu glatt. Weißt du, es ist alles zu glatt. Also was ist das für eine gute Mod? Gruppe 5 Mod? Ich muss mal einmal ein bisschen lauter machen. Unterschiedlich zwischen 1000 Drehungen und 2000 Drehungen nicht. Bist du denn mit Slicks gefahren hier am TG? Du mit Slicks gefahren bist, also mit weichen Reifen, mit ganz weichen Reifen in ACC im Vergleich. Turbo Mods, das bestimme ich einfach, ja, vielleicht irgendwann mal. Momentan sind halt so viele Autos, dass ich gerade schwer auf einen gemeinsamen Nenner komme mit den Kollegen. Tut mir ja schon leid, dass ich heute Technik einfach so rausgerissen habe aus dem See bringen, um das hier zu testen. Es sollte normal nicht so viel Unterschied sein zwischen den beiden, besonders wenn diese Custom Mods hier sind. Zwischen AC und ACC. Kann halt sein, dass das dann noch ein bisschen leichter ist als andere. Ich glaube, ich lasse das so mit dem Licht hier im
hier in der Küche. Lohnt sich nicht, noch extra Licht anzumachen. Ich glaube, man, es reicht, wenn man das sieht, was man sieht. Ist jetzt eh krass vom Präsentierteller. Meine Nachbarn gegenüber, wenn die wohnen, sehen mich alle hier fahren. Alle, ganzes Haus drüben kann mich hier sehen. Wäre nicht scheißegal, aber ich feiere das, dass das Licht nur von vorne kommt. Wenn ich Licht nur von oben oder von so hätte, wäre das halt noch nervig. Würden noch mehr Fliegen kommen und das würde mich halt bestimmt stören. Ist halt Nachtfahrt, ne? Was wir machen. Muss man dem einmal mehr zeigen und vorfahren, die eine Kurve, da ich peile die nicht ganz. Was ist das, Turn 4? Turn 4, Turn 3er, 4er, Turn 4er, 5? Zu spät, schon wieder zu spät, ey. Ich muss mir mal merken, andersrum, ich bremse einfach nach Gefühl gerade. Ich habe mir nie was gemerkt hier. Nur bei der Kurve hier versuche ich zwischen dem letzten und vorletzten Schild zu bremsen. Wenn ich beim letzten bremse, komme ich zu spät hier. Komme ich zu spät da rein. So geht's noch. Hier muss ich mir auch mal merken, wann genau. Warte, ich lasse dich gleich vor, wegen der Kurve. Überhole einfach. Ja, hier fährt man so außen. Dann bremst man hier voll ein und dann gibt man... Achso, ich fahre eh schon zu eng. Und du bist vorher total weit rausgekommen aufs Grüne. Aber so ist das, TG. Alles ist ein bisschen unterschiedlich. Schätze ich mal auch von Spiel zu Spiel oder von Auto zu Auto. Wenn du dann vielleicht im Mercedes fährst oder so, ist wieder ein bisschen anders. Daran gewöhnt man sich nach einer Zeit. Es ist halt nie was gleich. Es fährt sich auch anders, wenn du frische Reifen hast und zwei Runden gefahren bist, fühlt sich dritte Runde wieder anders an. Fährt man das nicht so wie in Formel 1 hier so spitz? Nee, oder? Du kannst dann 10 Runden fahren oder 5 Runden fahren, die sich ähnlich anfühlen, TG, die 5 bis 10 fühlt sich ja halt ganz anders an, weil die Reifen sich ja verändern.
Du musst hier gar nicht so eng fahren, okay. Die auch nicht, oder was? Ich denke mal, wenn ich sie so fahre, dann drehe ich mich fast. Sehen. Das Auto schon fast gespawnt ist. Vorgefahren, hast eine viel bessere Zeit als ich jemals gefahren. Ich hänge meiner Zeit so hinterher. Ich habe mal kurz Short-Shift-Geschiff gemacht bei dem. Mal so bei Formel 1. Hätte noch mehr machen können. Viel zu weit rausdrangen lassen in der ersten Kurve. Ich glaube, ich müsste langsamer sein, ne? Wow. Wow. Pick. Alright, Gino. You have some minor aero damage. Stay out. It's not that bad. So sehr habe ich die Luft angehalten, dass ich jetzt husten muss und sterben muss. Ja.
nichts drauf. Ah ja. Ach so, deswegen. Wow, okay, ich habe schon vorhin fast mich gedreht, da. Stimmt, vielleicht so nehmen, dass ich enger fahre an der Quan und dann kann ich weiter ausholen hier. Nicht schneller. Jetzt hier wieder sonst gebremst nochmal. Das ist doch verrückt, was willst du machen? Das ist halt der Assetto Kurt. Der Kurve Zeit verloren, das glaubst du gar nicht. Ich weiß nicht, was mir jetzt wieder in den Hals kommt, dass ich wieder so husten muss. Welche seltsamen Gerüche hier?
Echt jetzt? So. Mann. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann, warte mal kurz. Wie schnell ist sie? Das ist seltsam, wie wenig. Die von so vielen tausend verschiedenen Gerüchten hier irritiert. Schau mal an hier. Hier steht. So, doch, TC und Factory, okay. Deutsche sagen, dass TCS gar nicht aktiv ist. Anscheinend doch. Bis diese zweite Gruppe mehr außen gefahren. Ich fahre immer so knapp über die Curbs. Muss ich gerade wieder meinen Stuhl abfahren, wenn ich nach hinten rolle. Ich stecke anscheinend nicht in der Fuge drin, aber jetzt vielleicht. Stern ist aktiv jetzt. Oh. Einfach nach hinten gerutscht hier. Zu spät. Sich jetzt zu bleiben. Ich bin nach hinten gerutscht. Mal, ob es jetzt passt. Anscheinend ist genau in dieser Fuge sein zwischen zwei Fliesen. Okay. Dann geht's. Nee, ich würde nicht. Ich wollte eng fahren eigentlich. Wieder verpeilt, aber kann momentan nicht mehr wirklich mich konzentrieren. Hals tut wieder weh, Nase juckt irgendwie. Beschissen die Kurven da. Ja, fick dich, Mann. Ich wollte mal ein bisschen riskieren, dass ich hier. Ich gehe bestimmt mit einem anderen Setup, geht es bestimmt. Ich bin
und damit die Kurve sich schneller fahren kann. Irgendwann muss ich meine Lichtlupe auch belegen. Ich versuche nochmal nachzufahren, aber mein Stuhl war gerade weg die ganze Zeit. Fenster mehr außen was. Das Fenster eh außen. Ich den Körper rührt hier ein bisschen. Gar nicht, wenn du bremst irgendwie, es leuchtet dauernd die Bremse, die Bremse leuchtet total Blödsinn irgendwie, warum leuchten die dauernd? Was soll denn das? Versuche halt hier so wenig wie möglich zu lenken. Und so ausholen ist auch schon schwer kritisch bei mir. Und schaukelt sich irgendwie auf, wenn ich aushole, keine Ahnung. Warum leuchten die Bremslichter die ganze Zeit auf? Ist das Spiel nicht so weit, dass man das immer... Oder was ist das? Sind das nicht die Bremsleuchten da? Ist das da leuchtet die ganze Zeit? Jetzt sind sie aus. Ist das normales Licht oder was? Gibt es keine Bremsleuchten in solchen Autos? Jetzt hat. Okay, jetzt macht Sinn. Ach so. Wenn du normal Licht an hast, sieht man das nicht, oder was? Das war wild. Oh, ich bin zu nah am Mikro. Sorry, ich bin froh, dass ich überhaupt am Mikro hier dran bin. Ich denke mal, ich habe es in der Küche verkehrt. Ich flippe, man kriegt auch Zeit, wenn man über den Curb so fährt.
machen wir nicht schneller so. Ich hätte es einfach nicht machen sollen. Ich dachte mir, hey, komm, ich bin mal ein bisschen. Dieses Aufschaukeln ist manchmal nervig. Da kann man bestimmt an Zeitpunkt noch was ändern. Das Aufschaukeln ist einfach arschlochmäßig. Zu stark. Wenn man zu sehr korrigiert, schadet zu, dass ich aufschaukeln. Dann kann man es nicht mehr. Dann kann man es nicht mehr korrigieren. Tucho, schlaf schön. Gute Nacht. Da warst du so im zweiten Gang. Keine Ahnung, was im zweiten Gang war. Aber ich habe mir gerade mal kurz gemerkt, wo ich vielleicht bremsen konnte. Rechts ist so eine komische Straße da und dann kommt rechts der grüne Curb. Wieder bei der Straße. Oder im Curb, muss man nur mal schauen. Fuck, voll. Du fährst mit Mercedes. Ich weiß nicht. Ich habe bei der Kurve beim Bremsen so viel Zeit verloren. 0,4. Kannst du nicht vorstellen.
Hab ich schon. Verstehe ich nicht, Alter. Also manchmal dieser Zeitverlust ist echt anstrengend. Ich freue mich halt hier nicht Vollgas zu geben, weil ich schaukle mich hier immer auf. Fuck! Ich habe auf die Zeit geschaut, ich war 0,38 vorne. Ich dachte mir, nice, ich kann meine Zeit verbessern. Aber jetzt ist es wieder für Scheiße, Mann. So schwer mit diesem GT3 zu relaten, wo ich da noch was rein rausholen kann oder nicht. Da finde ich Formel viel entspannter. Irgendwann mache ich Rage Quit und lösche alle GT-Autos. Wieder bei der so viel Zeit verloren. Das kann nicht sein. Das ist bei mir oft so bei GT3. Stöße ich halt an Grenzen und dann war's das. Dann habe ich irgendwie keine Lust mehr da irgendwie mehr. Es ist halt einfach nur. Für mich nicht nachvollziehbar. Dann einiges. Und schon wieder Zeit verloren hier. Bei dieser einen Kurve 0,3 verloren. Kannst du nicht vorstellen, TG? Was für ein Müll. Mach das. Viel Spaß mit Game of Thrones. Und keep racing natürlich. Hä, wo habe ich jetzt gecut? Was habe ich denn gemacht? Danke dir, Kurt, fürs ein bisschen Vor- und Nachfahren. Aber ich tue mich echt schwer mit so einem Auto zu verstehen, was manchmal passiert. Oder warum ich manchmal so viel Zeit verliere in einem Sektor, im anderen, also eine Kurve, anderen nicht. Obwohl ich ja merke, ich fahre es komisch, aber. Was mich da hinführt, verstehe ich nicht immer. Ich kann das halt nicht so kontrollieren, wie ich möchte. War der Einschlag nicht so spät im Lenker, nur danach das Hochspringen.
20 Boxen, das ist so knapp, Mann. Das ist jetzt der normale Porsche, habe ich ganz vergessen, was die Jungs immer fahren. Porsche GT3 R oder GT3 RS? Schon R, oder? Damit ich die rein tue hier. Ja, aber ich kann an so vielen Ecken noch ein paar Sachen gut machen, wo mich dann einfach stört, dass ich dann 0,5 gut gemacht habe und dann 2 Kurven später verliere ich das auf irgendwie. Also einfach so, weil ich dann, ja. Ich will jetzt nur noch ein paar Sachen ändern. Dann, weiß gar nicht, den Nissan von, ist das der normale GTR 3R oder was? Die nicht mehr gefahren sind? Den 911er GT3 R, ne? Nicht den RS und nicht den Cup. Was ist denn der Unterschied wirklich zwischen diesen Endurance und Nicht-Endurance? Was sind denn die anderen Autos vom NSX? Sind die, also die anderen, die M6, Z4, AMG, Audi, sind, was sind die? Die sind Nicht-Endurance, oder? Worin besteht auch der Unterschied? Dann kann ich den rausnehmen, weil das ist halt doof mit den Slots. Okay, okay. Dann nehme ich den Endurance raus.
ist halt doof, wenn so viele, wenn nur 24 Boxen drin, Boxenplätze sind. Deswegen wollte ich halt so viele Doppelte rausnehmen. Ich habe jetzt für mich ein Formel-Ding reingetan. Für die anderen Jungs habe ich den Z4 reingetan, also den BMW reingetan. Den alten Porsche und den Nissan. Die drei Autos für die und für mich eine Formel noch. Damit wir alle was davon haben, weißt du? Ich würde am liebsten ja alle Autos rein tun, die uns gefallen. Alles zwei, dreimal, aber geht ja nicht wegen den komischen Boxen. Da gibt es keine Möglichkeit, das zu überschreiben oder so, ne? Oder mehr Boxenplätze oder so zu machen. Ist ja, glaube ich, immer streckenabhängig. Ja, du startest ja auch genau da an diesem Spot. Es kann doch kein Spot doppelt vergeben werden. Das V4 ist krass, Mann. Da braucht man, glaube ich, dann auch, muss man irgendwie anders einen Server machen, ne? Ganz vergessen, Paul, meinst du ganz anders die Kurve? Ja, entspann dich mal hier. Ich muss vielleicht noch einen anderen Server aufsetzen noch. Ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Server noch einen Mod installieren kann. Ich glaube nicht, das ist halt fix mit der Oberfläche. Jo, wünsche dir auch eine gute Nacht. Danke fürs Mitfahren. Und für die Sachen. Schlaf schön. Bis später morgen. Ich traue mich einfach jetzt zu viel, ich weiß nicht.
man einfach die Autos ganz oft reintut in die also ganz viele Autos reintut, aber man kann trotzdem nur die maximale Anzahl an Autos fahren. Jetzt 20 mal den Formel 1 reintut und 20 mal den Nissan soll halt gehen und man kann trotzdem nur im Endeffekt nur insgesamt 24 halt auswählen. Mein Auto tot gewesen wäre gerade. Muss man immer sehr schneller hochkommen bei der Formel 1. Ja, der quickest, weil ich die erste war. Nee, was habe ich bei? Ich hab da geschaut, was sagt man so, das war nur der Bottex. Moin. Warte. Dachte, wäre noch jemand da. Im 6 gut geht's glaube ich nachher nicht mehr, weil ich habe keine Batterie an. Geht sogar mit DRS, aber ganz langsam. Wow, zu spät gebremst oder? Richtig gebremst, aber zu wenig gebremst. Glaube ich, mehr bremsen und in den dritten, nicht in den vierten vielleicht. Spitze, ey, scheiße, Mann, muss ich gar nicht. Ist jetzt total krass der Unterschied zu dem GT3 und Formel 1 da. Dass ich ins Bett gehen wollte.
Die haben schon in sich die ersten Kurven. Da sieht man halt schon, dass ich ein beschissener Fahrer bin. Schon in den ersten Kurven. So bin ich langsam, wenn ich so von außen fahre. Noch einen Sechsten hier fahren. Ne, ja, hätte ich machen können, wenn ich hier nicht... Oh Gott. Du machst einen Test und dann auf einmal ist das andere... Bummst dich einfach. Ich finde die erste Kurve und die Kurve sau schwer. Ich finde die ersten vier Kurven ultra schwer, also brutal schwer. Also ich finde die krass. Dann noch ein bisschen mein Formel-Ding heute haben, wenn ich schon durch bin. Okay.
Scheiße. Schlecht gemacht, schlecht gemacht. So schwer beim Atmen wieder. Wenn ich einatme, tut es so weh im Hals und es sind irgendwie 1000 verschiedene Arten von Gerüche hier gerade irgendwie. Nee, oder? Ich darf nie auf die Zeit schauen. Verdammt, Mann. Kurz nach oben geluschert und... Ich brauche noch so viel Übung. So viel Übung. Damit was im Auto. Ich bin einfach nur unter aller Sau. LMP 1 bis 8, Formel 1 bis 8 und GT 1 bis 17. So hätte ich vorhin fahren sollen.
In dem dritten Gang, glaube ich, bin ich es besser gefahren hier. Nee, das. Alter. Looks like you got some minor bodywork damage. Meine? Ich muss, glaube ich, aufhören. Ich habe wieder so krass Fieber, ey. Kaum sage ich irgendwas, das muss ich halt husten. Stehen, high und... Achso, ne, warte. Ja, ich gucke halt gar nicht dahin. Warte halt kurz. Okay, Gina. We're seeing lots of front locking. Ich kann es nicht mehr aushalten, das sticht so krass im Hals, ey. Bitte, lass das irgendwann weggehen, ey.
time is okay. Ich habe gerade Luft anhalten müssen, ne? Damit ich überhaupt fahren kann hier. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr atmen. Ich kriege keine Luft mehr und ich muss Luft anhalten, um Kurven fahren zu können, dass ich nicht huste. Aber nochmal eine Sekunde verbessert. Bock. Müsste passen soweit. Müsste passen. Bestimmt gibt. Fahren die guten 1-1 oder so unter einer Minute, aber egal. Das ist mein Ding jetzt. Ach, pardon.